So, kommen wir nun zum dritten Abschnitt unserer Vorlesung. Welcher Gedächtnisinhalt gehört am ehesten zum deklarativen Gedächtnis? Da spielen solche Sachen eine Rolle wie Begriffe, konditionierte Reaktion, Radfahren, Schmerzerinnerung, Tanzschritte. Und was erfordert am ehesten bewusste kognitive Ressourcen? Ist es die Ausübung von Handlungsroutinen, automatische Informationsverarbeitung, exekutive Funktionen, Priming oder sublime Wahrnehmung? So, das kommen wir nun zum Langzeitgedächtnis. Wir haben ja im zweiten Abschnitt über das Arbeits- und Kurzzeitgedächtnis gesprochen. Und jetzt nehmen wir mal an, dass bestimmte Informationen in das Langzeitgedächtnis also wert waren, überführt zu werden. Und hier beim Langzeitgedächtnis unterscheiden wir zwischen dem deklarativen Gedächtnis und dem non-deklarativen Gedächtnis. Alle die Dinge, die wir uns vorher erarbeitet haben, klassische Konditionierung, operante Konditionierung, Modelllernen, gehören in das implizite, in das non-deklarative Gedächtnis. Ja? Die ganzen Konditionierungen. Also dazu gehören dann auch die daraus entstandenen automatisierten Fertigkeiten. Ja? Dazu gehört auch das Priming, also etwas, was ich sozusagen als erstes wahrnehme und sofort sozusagen empfinde. Und dazu gehört auch das sogenannte non-assoziative Gedächtnis. Das heißt also, wenn Dinge parallel gelaufen sind und parallel sozusagen in uns abgespeichert sind. Ja. So, das deklarative Gedächtnis ist mehr das explizite Gedächtnis, also mehr sozusagen das Bewusstere. Ja. Und da unterscheiden wir zwischen semantischen und episodischen Aspekten. Episoden, also Lebensepisoden, ne? Also wo also Menschen sich an wichtige Dinge erinnern, wie zum Beispiel vielleicht, dass sie zum Studium angenommen worden sind, ja? Oder und dann das sozusagen auch noch sogar mit bestimmten Einzelheiten vielleicht erinnern können, ja, wie die Eltern reagiert haben oder andere, die gerade im Raum waren, die Partner, die Partnerin. Ja, so. Und das Semantische ist etwas, was ich vorhin schon ansprach, als ich sagte, man kann sich diese ganzen vielen Funktionen, anatomischen Areale, also neuroanatomischen Areale, gut einbringen, wenn man über die Funktion, also über die Bedeutsamkeit Bescheid weiß. Das gucken wir uns gleich mal noch genauer an, wie Experimente das herausgefunden haben, dass das also eine besondere Bedeutsamkeit hat. So, der Fertigkeitserwerb, das heißt also das prozedurale Gedächtnis, also praktisch das implizite Lernen, beinhaltet also das Perzeptive, das Motorische und das Kognitive. Ja? Bei dem Perzeptiven geht es vor allen Dingen um das Erkennen visueller oder akustischer Muster. Und obwohl Sie jetzt keinen Spiegel zur Hand haben, werden Sie sicherlich dieses Wort auch lesen können, ja? Weil Sie eben etwas wiedererkennen, ja? Was sich sozusagen auf Ihre Erfahrung die im Langzeitgedächtnis und wir wissen, was im Langzeitgedächtnis sozusagen verankert ist, im impliziten Gedächtnis sozusagen basiert und dann werden Sie eben auch lesen können, was da steht. So, dann schwieriger wäre das, ja, daran erkennt man so diese Funktion des Langzeitgedächtnisses, wenn das jetzt in einer anderen Sprache geschrieben wäre, beispielsweise, weiß ich nicht, in Arabisch oder in Chinesisch, ne? Dann würden wir, die jetzt aus diesem Land kommen, aus Deutschland kommen, schon nicht unbedingt diese Frage beantworten können. Ja. So, die motorischen Fertigkeiten, alle die, die vielleicht Klavier spielen oder ein Instrument oder die gut Skifahren können, wissen, dass das etwas ist, was sie sich nach und nach erarbeiten mussten, so lange, bis es sich automatisiert hat und dann in dem Moment auch wirklich zu einer schnellen, spontanen Reaktion führen kann, selbst dann, wenn man sich zum Beispiel beim Klavierspiel ein neues Stück erarbeitet. Ja. Dagegen Fahrradfahren ist aber etwas, wo wir sagen können, wenn wir einmal Fahrradfahren gelernt haben, dann hat sich das so automatisiert, dass wir das nie wieder verlernen. Ja. Das mag auch beim Skifahren noch zutreffen, beim Klavierspielen ist das nicht ganz so einfach. Das heißt, wenn Menschen Jahre das nicht machen, fangen sie zwar nicht bei Null an, aber sie müssen schon immer wieder sehr viel tun, um wieder zu diesem also Niveau, das sie mal hatten, zurückzuführen, zurückzukommen. Ne? Das ist so der Hintergrund, warum die Musiker in der Regel am Tag zwischen
6 bis 8 Stunden ihr Instrument üben. Ja, nicht nur, damit sie ihre Fertigkeiten verbessern, sondern auch, damit sie das immer Gelernte auch wirklich aufrechterhalten können. So, und dann haben wir den kognitiven Fertigkeitserwerb. Das heißt, also hier haben wir eine Regel gelernt oder wir haben die Sprache gelernt. Und da ist es noch deutlicher als jetzt bei dem Problem Klavierspielen. Beim Spracherwerb, wenn wir das nicht nutzen, geht es verloren. Beim Regelerwerb ist es etwas, wenn es belohnt wird, wird es aufrechterhalten, wird es negiert. Ne? Das sieht man also oft in der Erziehung. Oder wird es sogar bestraft? Kann es durchaus dazu kommen, dass Menschen diese Regeln nicht mehr befolgen bzw. sogar ablehnen. Ja? So, kommen wir nun zum deklarativen, also zum expliziten Gedächtnis. Hier spricht man von sogenannten semantischen Netzwerken, angedockt an unsere allererste Folie, die wir hatten, ne, wo ich eben sagte, das Denken eine Abfolge von sequentiellen Neuronenverbindungen darstellt. Das heißt also Lernen, das Ergebnis von Lernen ist also, dass im Gehirn assoziative Netzwerke entstehen, in denen Wissen und Erfahrung und auch emotionale Bedeutung gespeichert sind. Das heißt, die Aktivation breitet sich über die assoziativen Verknüpfungen im Netzwerk aus. Wir haben also viele Wissensbestandteile, die mit Emotionen verknüpft sind und können also praktisch über diese Emotionen das dann auch wieder aktivieren. So, nun ist die Frage, wie eigentlich das dazu kommt, dass Wissen in das Langzeitgedächtnis überführt wird. Und da spielen also solche Bedingungen die Rolle, wie häufig habe ich das gehört? Dann auch, wie distinkt ist das, also wie unterschiedlich ist das von anderen Dingen, die ich gehört habe? Dann, wie häufig habe ich das im Arbeitsgedächtnis wiederholt? Dann, wie stark bin ich sozusagen in das neue Wissen eingedrungen? Also wie sehr habe ich mir Fragen gestellt und habe mir die Fragen beantwortet? Wie organisiert ist das Material? Also welche Struktur hat es? Dann auch, welche Kontextinformationen gibt es dazu? Und habe ich vielleicht dazu sogar auch noch bildhafte Vorstellungen? Das heißt also, damit sich das Wissen in das Langzeitgedächtnis einprägt, dazu ist es notwendig, wenn ich Bezüge erzeuge, die sich sozusagen, wo sich neues Wissen mit bereits vorhandenem Wissen koppelt. Ja? Das heißt, es hat den Begriff der Elaboration. Ja? Wenn ich also praktisch etwas Neues elaboriere, aber auf der Grundlage schon von vorhandenem Wissen und das dann möglicherweise auch miteinander koppeln kann. Ja? Oder wenn ich verschiedene Texte lese und das in unterschiedlichen Kontexten lerne. Ja? Das wäre dann die variable Kodierung. Ja? Kommen wir gleich noch dazu, was Kontextlernen bedeutet. Oder wenn ich das, was ich lernen will, mir gut organisiere. Das heißt also, wenn ich meine Methode gefunden habe, um mein Material auf eine bestimmte Art und Weise zu organisieren. So, was bedeutet jetzt die Enkodierung in mehreren Modalitäten? Das heißt also, wenn jetzt zum Beispiel bestimmte Vokabeln oder bestimmte neue Wörter, nehmen wir mal diese Anatomiebegriffe, ich so lerne, dass ich das sozusagen sowohl vor mich hinspreche, als auch vielleicht das aufnehme. Ja? Oder hier wurde von Engelkamp eine Untersuchung zum sogenannten To-Effekt hervorgerufen, die also diese Enkodierung unterstützt. Das heißt also, dass dieser Reiz, diese Handlungssequenz, da soll ein Brot geschnitten werden, dem Kind akustisch alle 3 Sekunden präsentiert wird. Und jetzt sollte das Kind praktisch das in verschiedenen Situationen auch machen. Das heißt also, den Satz lernen, das wie so ein Gedächtnistest sehen, dann die Handlung selber ausführen oder sich das vielleicht auch vorher die Ausführung vorstellen, wie das geht. Ne? Für ein Kind so mit 5, 6 Jahren ist das ja eine wirkliche Herausforderung, vom Brot eine Scheibe abzuschneiden. Ne? So, und das muss ja erstmal lernen. Und das geht ja nicht, bei den meisten zumindest nicht sofort. Ne? So, und dann guckt man eben, wie kann das Kind das lernen? Und es ist eben, das eine ist das Nachahmen und das andere ist es dann wieder selber zu probieren und es immer wieder zu machen und auch dabei zu sprechen, beziehungsweise sich schon vorzustellen, wie es ist, wenn es das geschafft hat. Ja? Also verschiedene Modalitäten, verbal, motorisch, imaginativ,
die letzten Endes dazu führen, dass ich sozusagen diese motorische Fertigkeit schneller herausbringe. Der sogenannte Tu-Effekt. Ja? Etwas mit dem Wissen tun. Ja? Und man sieht eben, wenn man irgendetwas Neues sich sozusagen aneignen will und es ausschließlich vor sich hin sprechen würde, würde die prozentuale Erinnerung wesentlich geringer sein, als wenn ich es mir noch dabei vorstelle, beziehungsweise es motorisch umsetze. Ja. So, wie ist das jetzt mit den Kontextinformationen? Wir hatten Godin und Baddeley, der auch schon, also Baddeley hat auch schon dieses Modell der zentralen Exekutive erstellt, und er hatte hier eine Untersuchung mit Tauchern durchgeführt. Einige Taucher haben die Wortlisten am Ufer gelernt und andere Taucher die Wortlisten unter Wasser. Und der Abruftest war entweder am Land oder unter Wasser. Und man hat eben gesehen, dass die ihre Worte sozusagen am Land gelernt haben, und dann eben halt auch am Land sozusagen abgerufen wurden, eine höhere Erinnerung hatten, als wenn sozusagen die Worte unter Wasser abgerufen worden sind. Und umgedreht bei der Gruppe, die Worte unter Wasser lernten, die hatten dann auch eine höhere Erinnerung, wenn die Worte unter Wasser abgerufen wurden, als wenn sie die am Land sozusagen abgerufen haben. So, ähnlich verhält es sich auch mit unserer Stimmungskongruenz. Das heißt, wir haben immer dieselbe Stimmung, und manchmal kann ja das auch ganz schön in die Stimmung vermiesen sozusagen, wenn man nicht alles sofort erreicht, was man vielleicht sich vorgenommen hat zu erreichen. Und in diesem Zustand haben also Teasdale und Russell Untersuchungen durchgeführt, wie man sich Worte nimmt in Abhängigkeit davon, in welcher Stimmung man sich befindet, und haben die Versuchspersonen in eine gute Stimmung oder in eine schlechte Stimmung versetzt. Man hat eben dabei gesehen, dass in dem Moment, wo die Menschen Worte gelernt haben, die in einer schlechten und in einer, also negative Worte gelernt haben und in einer schlechten Stimmung waren, konnten sie das dann auch, wenn man dann sie an die negative Stimmung erinnert hat, die negativen Worte leichter erinnern als die positiven Worte, beziehungsweise wenn Menschen positive Worte gelernt haben und waren in positiver Stimmung und man hat sie dann später in eine positive Stimmung versetzt, konnten sie auch diese positiven Worte leichter lernen. Das also bedeutet, dass es auch für uns bedeutet, dass ja Lernen immer etwas mit unseren Emotionen zu tun hat, egal wodurch bedingt, ob uns das Fach interessiert oder nicht interessiert, ob wir gerade aus anderen Gründen in guter oder nicht so guter Stimmung sind, ob wir mit unseren Erwartungen zufrieden sind oder nicht zufrieden sind. Und das in dem Moment, wenn man es irgendwie schaffen könnte, dann zu beginnen zu lernen, wenn man in einer relativ ausgeglichenen Stimmung ist. Also viele machen ja auch Yoga oder machen Meditation oder führen über autogenes Training sich in so einer relativ ausgeglichenen Stimmung, dass das dann einem auch helfen kann, schneller sozusagen das Wissen zu erwerben. Und dann hat das sogar Einfluss auf die Stimmung, wie man in die Prüfung geht. Ja? Weil auch das erinnert natürlich unser Gedächtnis, ist ja dann in dem Moment mit einem verbunden. So, noch eine ganz andere Untersuchung, die hier durchgeführt wurde, wo also Studenten gebeten wurden, einen Joint zu rauchen oder eine Zigarette zu rauchen und dabei etwas zu lernen. Und auch hier hat sich das wieder gezeigt, das ist also dann das zustandsabhängige Lernen vorher, das war das kontextabhängige Lernen, dass also auch der Zustand einen Einfluss hat auf das, wie ich lerne. Dass also in dem Moment, wo die sozusagen den Joint dann wieder geraucht haben, sie mehr erinnert haben, als wenn sie die Zigarette geraucht haben. Was aber nicht bedeutet, dass man jetzt unter Drogen besser lernt. Da gibt es viele Studien. Ich glaube, das muss ich Ihnen ja wohl als angehende Ärztinnen und Ärzte sagen, dass da die Lernkapazität massiv eingeschränkt ist. Ja? Also, wann vergessen wir nun? Vergessen ist wichtig. Wenn wir nicht vergessen, dann können wir in einen massiven Stresszustand geraten, insbesondere wenn es um negative Erlebnisse wie Traumata geht. Also ist die Frage, wann vergessen wir und wie lange braucht es? Und da war Ebbinghaus besonders beschäftigt mit diesem Thema und besonders kompetent. Und wir sehen also, dass das, was wir lernen, schon nach 20 Minuten
nur noch 55% von denen da war, was sozusagen wir gelernt haben. Ja, das ist so der Hintergrund, das Ergebnis, warum wir, wenn wir hier die Vorlesung aufzeichnen, die dann in verschiedene kleine Abschnitte sozusagen teilen, damit sie, wenn sie das dann wiederholen, sich sozusagen tatsächlich auch in kleinen Abschnitten angucken können. Ja? Und das eben halt auch damit besser sich einbringen können. Und Sie sehen, schon nach einer Stunde sind es ein bisschen mehr als 42%. Und im Prinzip nach 24 Stunden ist nur noch 30% da. Nach einem Monat ist de facto gerade mal noch 15% da. Ja, wenn wir es nicht wiederholen. Ja, darum geht es. Ja. So, und Christian Michel und Felix Nora haben dann diese Vergessenskurven nochmal repliziert. Und man sieht also, dass zum Beispiel, wenn es darum geht, Prinzipien und Gesetzmäßigkeiten zu wiederholen oder beziehungsweise zu replizieren nach 5 Tagen, nur 1% vergessen wurde. Ja, das heißt also, in dem Moment, wo es sich um etwas sehr Sinnvolles handelt, ja, etwas, was sozusagen eine hohe Semantik erfüllt und vielleicht auch nicht nur in sich schlüssig ist, sondern für das weitere Leben eine besondere Bedeutsamkeit hat, wird weniger vergessen. Ja? Bei Gedichten sieht es dann schon anders aus. Interessanterweise Prosa prägt sich auch besser ein und sinnlose Silben sind ja eben sehr schnell wieder vergessen. So, jetzt zu unserer Prüfungsfrage: Welcher Gedächtnisinhalt gehört am ehesten zum deklarativen Gedächtnis? Begriffe, konditionierte Reaktionen, Radfahren, Schmerzerinnerungen, Tanzschritte. Was würden Sie sagen? So, dass ich sehe ja wieder keine Nachrichten von Ihnen leider, also beantworte ich die Frage. Also die richtige Antwort wäre hier A, Begriffe, ne? Das deklarative Gedächtnis ist also das explizite Gedächtnis. Das also bedeutet, hier geht es um Semantik und Episoden und Semantik sind in dem Begriff. Ja. Während das andere gehört eher zu den impliziten, zum impliziten, also zum non-deklarativen Gedächtnis. Was erfordert am ehesten bewusst kognitive Ressourcen? Jetzt müssten Sie praktisch das Vorhergehende mit dem jetzigen Teil verbinden. Ausübung von Handlungsroutinen, automatische Informationsverarbeitung, exekutive Funktionen, Priming und sublime Wahrnehmung. So, das heißt also, hier ist die richtige Antwort die C-Antwort, also exekutive Funktionen, weil die Frage, was erfordert am ehesten bewusste Kognition, ist eigentlich die Frage, wie werden Informationen vom Kurzzeit- in das Langzeitgedächtnis überführt. Und das passiert über die zentrale Exekutive. Das heißt, dazu brauche ich exekutive Funktionen.